Joko und Klaas. Vor euch liegt Seven Island. Ein verlassener Ort, voller dunkler Geheimnisse und Gefahren. Nur ganz mutige Menschen haben diese Insel betreten und auch wieder lebend verlassen. Ei, ei, ei. Dort wartet allerdings eure heutige Aufgabe auf euch. Begebt euch dafür auf die Suche nach dem verborgenen Tempel von Pro7. Dort erhaltet ihr weitere Instruktionen. Lass uns einfach das Beste hoffen. So, wir müssen runter. Wow. Okay, wow, ist das einsam hier. Hier kommt der Spa-Bereich hin. Okay. Guck mal, hier ist FKK. Hier ist FKK. Komm, ich zieh mich aus. Ja, ihr könnt nichts machen, ihr seid im FKK-Bereich. Ihr seid bei uns zu Gast, bei uns Nackten seid ihr zu Gast. Nicht wir bei euch. Bei uns Nackten seid ihr. Hier habt ihr das zu akzeptieren. Okay, Leute, los geht's. Dann müssen wir diese Angelsachen jetzt die ganze Zeit anhaben. Kann ich die ausziehen? Ja, mach. Kommt denn dieser scheiß Tempel? Ich weiß es nicht. So, guck mal, da ist es. Ja, das ist es. Das ist der geheimnisvolle Tempel. Tatsächlich. Ah ja. Das ist ein uraltes Gartenhäuschen, das ist doch kein geheimnisvoller Tempel. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Kassettenrekorder. In dieser heiligen Stätte befinden sich die sterblichen Überreste des Gründungsvaters von Pro7. Herr Pro7, der Erste. Sein Leichnam soll ab nächster Woche im Pro7-Mausoleum in Unterföhring ausgestellt werden. Da es sich um ein kulturelles Heiligtum handelt, muss er dort unversehrt eintreffen. Die Aufgabe ist bestanden, wenn seine mumifizierte Leiche unbeschadet und möglichst trocken am anderen Ufer ankommt. Die einzige Bedingung, niemand von euch dreien darf schwimmen. Bitte führt diese Aufgabe mit dem nötigen Respekt aus. Okay. Euer Herr, ja. Pro7. Gebt mal her, die Leiche. Müssen wir die jetzt da rausholen? Bevor du dich jetzt zu Zulu erschreckst, hast du schon mal eine Leiche gesehen? Nee, hab ich noch nicht. Noch nie? Nee, tatsächlich habe ich noch nie eine Leiche gesehen. Also ich habe schon sehr oft welche gesehen. Boah, hast du Leichen gesehen? Ich war Zivi. Ah, okay. Ja, hab die alle umgebracht. Gucken wir gucken das erstmal an. Mach mal auf. Geht das auf? Hast du Angst vor der Leiche? Mir ist jetzt nicht ganz wohl bei der Sache, aber. Eieiei, Oh, guck mal, da sind noch so Grabbeilagen. Ja, weil du wusstest. Hallo, ich bin Goofy. Wir müssen uns jetzt mal ernsthaft Gedanken machen, wie wir den rüberkriegen. Wir dürfen nicht schwimmen. Also meine Theorie wäre, wenn wir das irgendwie zu einem Boot umfunktioniert bekommen hier. Mhm. Weil da ist alles an Werkzeug, was man braucht. Wir könnten auch das ganze Material, was hier vorhanden ist, alles können wir eigentlich verwenden, um daraus ein Boot zu bauen. Oder einen Floß. Ah, guck mal hier. Hier sind noch ganz viele Seile und so. Also ich würde sagen, wir bauen das Ding auseinander und bauen aus dem Teil einen Floß. Okay. Und dann mit dem Floß gehen wir dann rüber auf die andere Seite und dann werden wir die Leiche da hinten im Dreck verscharren. Dreck verscharren, so wie man das macht mit Leichen. Habe ich Erfahrung. Hol mal alle langen Stöcker oder sowas. Man legt da mal die langen Latten hin. Meine Idee ist folgendermaßen. Ich würde jetzt hier aus diesem Zeug so eine Art Unterkonstruktion bauen. Mhm. Dann würde ich da diese Luftfässer da irgendwie dran machen, so. Dann machen wir da gemeinsam eine Platte drauf. Mhm. Und dann geht's los. Gut. Sag mal, Joko, hast du vor? Boah, kannst du vielleicht was sagen, bevor du die Leiche da rausholst? Ich würde den gerne da irgendwo an die Seite setzen. Warum? Einfach nur, dass er uns zugucken kann. Er ist tot. Ja, aber mich motiviert das. Wenn tot in der Zukunft. Wenn tot in der Zukunft. Oh. Ist das eine Meerjungfrau oder wen haben wir da? Was ist denn das für einer? Was ist denn das für eine Kaulquappe, die wir da gefangen haben?
Weißt du, was ich mich manchmal frage, Joko? Warum sagen die nicht einfach, baut einen Floß? Baut einen Floß, ja. Was soll dieser ganze Scheiß? Der ganze Überbau, dass es eine Leiche ist und so. Das ist ja auch aufwendig. Das wird ja natürlich nicht die Leiche von dem ProSieben-Gründer gewesen sein, sondern das ist einfach irgendeine Leiche, ja, die keiner vermisst, ja, die sie dann da einfach für nehmen. Mach mal so, dann sieht das aus, als wenn er schläft. So. Immer Ärger mit Bernie. Junge, 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 machst du uns einen Stress. So, komm, wir machen erstmal an alle vier Ecken die Tonnen. Und jetzt binden wir die erstmal fest. Wir nehmen uns das. In sowas bin ich sehr schlecht, sag ich dir ehrlich. Im Festbinden? Ja. Ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Also sollen wir ein Loch praktisch da reinmachen und dann. Wenn wir ein Loch reinmachen, ist die Gefahr natürlich, dass da Wasser reinläuft und die dann schwerer werden. Okay, kein Loch. Gut. Wir binden es jetzt einfach fest. Oh, ich weiß nicht, wie die gehen. Ja, ich weiß, wie die gehen. Wo weißt du das? Von LKW. Hast du einen LKW jetzt, oder? Du fragst dich, warum ich so wenig Zeit habe zum Drehen. Ich bin nebenbei. Ich würde dir zutrauen, dass du dir aus Schrulligkeit einen LKW gekauft hast. Und dann sag mal, das möchte ich nicht beantworten. Hast du einen LKW? Sag, ob du einen LKW hast. Du musst sagen, ob du einen LKW hast. Ich habe keinen LKW. Nein? Was hast du? Ich habe keinen LKW. Du hast einen LKW? Ich habe keinen LKW. Doch. Nein, habe ich nicht. 7,5 Tonner? 7,5 Tonner vielleicht. Du hast wirklich einen LKW, ne? Das ist kein Quatsch. Ich sehe es in seinen Augen, dass er einen LKW hat. Wir sollten es jetzt mal umdrehen. Ja. Jetzt wollen wir Platten. Jetzt müssen wir, ich würde sagen, wollen wir die hier, guck mal. Von innen da. Und wir hauen das erstmal aufeinander, dann gucken wir mal. Warte, warte. Joko, geh mal weg. Ja, ich bin weg. Er hebt das ganze Haus hoch. Das ist ein starker Mann. So. Au. War da irgendwo meine Sonnenbrille noch? Die ist auf der Weiche. Es geht ja wirklich richtig zacki-zacki, wenn wir beide hier mal. Ja, wenn es darum geht, dass man nach Hause kommt, ne? So, fertig. Sehr gut. Leg mal den Onkel da drauf. Weißt du, wie schwer der ist? Wir machen es zusammen. Frag doch einfach, komm. Komm. Oh Gott. Alter, was für ein Fettklopse. Oh. So blöd. Oh. Hey, Jürgen, das ist ein richtiges Comedy-Talent. Oh. Ey, wir haben mittlerweile einen richtigen Dick- und Doof-Humor. Der war da drunter festgespannt und als du ihn hochgezogen hast und ich hoch, hat er sich. Dumme Sau. Ey! Sommer. Was denn, Sommer? Also sehr gut gemacht, sah cool aus. Ja? Da guckt übrigens noch so ein Nagel raus. Alter, da hätte ganz viel schief gehen können. Ey, sag mal, wir brauchen ein Paddel. Stimmt, ja. Jo. Ich baue mir auch noch eins. Noch ein Floß? Ja, ich baue ein eigenes Floß. Ja, auch ein Paddel. Das ist doch kein Paddel. Klar. Das ist kein Paddel und das ist auch viel zu schwer. Hä? Guck mal. Einfach nur ein Stock, an den du einen weiteren Stock dran gemacht hast. Guck mal. Ja. Genau. Sehr schwer. Das ist schwer, ne? Sehr schwer. Wie gedacht. Oh, hier ist warm. Na gut, komm, dann auf geht die Fahrt, oder was? Ja, jetzt dann wohl, ne? Meinst du, dass wir absaufen? Ich hoffe nicht. Wie tragen wir das runter? Na, du da, ich hier, oder? Nein! Oh, wir sind hier. Also, das ist mein Vater. Oh! Nee. Was war das? Weiß ich nicht. Stell ich mal drauf. Weiß nicht, ob das klappt, ey. Soll ich dir in die Hand geben? Ja, dann halt mal lieber das Ding fest. Warte mal, halt mal lieber. Hol du die Leiche, ich halte die Stellung. Vorsicht, nimm mal bitte. Nimm mir. Klar, sie darf nicht nass werden. Ja. Wenn ich sie fallen lasse, musst du mir abnehmen. Mach's doch nicht. Hast du. Oh. Und lass die hier mittig, guck mal, lass die mittig so durch. Eins, zwei, drei. So, komm. Ah, scheiße.
Weißt du, was blöd ist? Die Mumie liegt auf meinem Paddel. Oh. Aber es läuft, guck mal, wir sind home. Alter, wir haben ein Floß gebaut und das fährt. Guck mal, sogar super schnell. Ich bin richtig begeistert von uns. Ich war schon oft stolz auf uns, aber heute ist eine neue Dimension erreicht. Hey Joko, wir können alles schaffen, wenn wir das so wirklich wollen. Wirklich? Ja. Guck dir das an. Wenn man dahin guckt, hat man nichts geschafft. Gar nichts. Kommt da irgendwo Luft raus? Oh, oh. Ja? Ich weiß nicht. Warum also, ging das da vorne so runter? Wir sollten uns beeilen. Scheiße, ich glaube, es läuft mit Wasser voll. Boah, Alter. Nein! Okay, also wir machen jetzt folgendermaßen. Du paddelst und ich guck die Richtung an. Ja. So, schaffst das. Ich gebe so ein bisschen Schwung hier. Aber fehlt da nicht eine Tonne? Oh. Oh nein! Nein! Sag mal! Oh, warum denn? Nein, nein, nein! Nein. Warte. Hör auf! Ich will nicht ins Wasser! Joko, du bist zu schwer. Alter! Das Einzige, was wir brauchen, ist, wir müssen die Mumie irgendwie retten. Kommt mit dem Boot näher. Hier sind überall Nägel. Ja, hier sind überall Nägel. Es ist saugefährlich. Komm jetzt mit dem Boot ran, bitte. Wir müssen die Mumie retten. Ich weiß aber nicht, ob das gilt. Bitte, komm bitte mit dem Boot. Nein, nein, nein. Na? Nein, nein, nein. Ah! Aber ich hab die Puppe. Ich muss mal die Chance nutzen. Aber welche Chance? Dass ich mit dem Boot wegfahren kann. So, komm, Abfahrt. Wie Abfahrt? Ich habe ein ganz nasses T-Shirt an. Du kommst jetzt wieder. Das klebt an meinem Oberkörper, ist ganz unangenehm. Ich halte dir die ganze Zeit die Puppe unter Wasser, Mann. Joko, es kommt gleich Gewitter, ich muss los. Was mit mir? Hallo, ey. Leute, das ist nur so halbwitzig. Mit Wasser ist wirklich kalt. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Oh Mann. Wollen wir darüber reden? Nein. Euphorisch, dann leider schneller untergegangen als die Titanic. Das tut mir leid. Ja, es bringt ja nichts, wenn beide sterben, dachte ich. Aber der eine war ja schon tot und dann hast du einfach. Nee, nicht Joko. Die Leiche. Ne? Ich dachte, jetzt halt, stell mal du vor. Du hast dich gerettet. Ja, stell dir doch mal vor. Ich kann ja das praktisch noch alles jetzt übernehmen. Sonst wäre ja gar keiner mehr da. So ist er. Aus Joko und Klaas wird Klaas. Ja. Na, besser als null, oder? Ja, besser als nix. Ja. Nix gegen ProSieben ist auch nix. This is my class.